Okay, die Abgabe ist schon wieder außerhalb des Schiffes. Das heißt, hier sind wir fertig. Weil wir haben quasi Leute befreit und genug getötet. Und mehr wollen wir nicht. Wie gut, dass sie uns hier unten nicht entdecken. Oben, ne, stehen sie und wir haben hier so unser kleines Lager. Preis den Lohr der Könige. So, Kriegsfürst Xla, ne, Xir, töten und dann das Feuer entzünden. Das hatten wir am Anfang schon gehört. Baku schütze Backt euch. heute teilweise so ein bisschen, dass die Quest nach dem Annehmen, dass das Fenster noch offen bleibt. Wo ist denn der? Der ist weiter im Landesinneren. Und wir haben bekommen ein verstärktes Feuermodium. Wo kommt man denn auf den Berg hoch oder drüber? Das war nicht der richtige Weg. Kann auch sein, dass wir da irgendwie ganz doof um den Berg rum müssen. Aber ich versuche es erstmal so. Das könnte der Turm sein, den wir anzünden müssen. Jawohl. Und da wird auch irgendwo der Typ dann stehen. Ach, da stehst du ja. Verbeugt euch vor mir! Nee, heute mal nicht. Ja, so einer bist du. Na gut, dann muss ich mich halt zwischendurch immer umdrehen. Teleportieren, das brauchen wir ja nicht unterbrechen. Das mit dem Blitz hätten wir vielleicht. Ah, nee, okay, der teleportiert sich mit dem Blitz. Zumindest hast du auch Angst, das ist immer ein gutes Zeichen. Seinem kleinen Turm. Da drüben ist auch böses Gepritzel. Warum ist der anklickbar? Eventuell hätte man so Schaden auf den machen können und sich das erleichtern können. Ja, ist ja zu spät zum Ausfinden. Tausend Schlachten, tausend Siege. Ist schön, ich muss gar nicht erst hoch. Was? Wer fällt denn da runter? Okay. Man könnte die Blitzableiter immer noch anklicken. Grüße. Aber etwas getan. Geht aufs Schiff, vernichtet die Waffe, bevor sie gegen Soldazar gerichtet werden kann. Lasst euch nicht kalt erwischen. So, dann flieg mich mal wieder dahin. Also quasi ein Todesstern. Ja, aber echt, wenn ich mir früher die Karte angeschaut habe, ich habe nie gesehen, dass hier unten auf der Insel so viel Sandala los ist ist. immer da. Oh, hier haben wir auch wieder einen Flugpunkt. Was ist jetzt die Waffe untersuchen, die da hinten auf dem Schiff ist? Wie viele Gegner müssen wir dafür töten? Den hier auf jeden Fall. Der steht so in der Mitte. Hab gerade überlegt, ob ich noch mehr pullen will. Oh, da ist einer runtergegangen, aber der war dann nicht mehr in der Sichtweite. Von daher lassen wir das jetzt erstmal. Vorne wäre übrigens noch ein Wehr. Mal wieder. Ja, jetzt kommt's an. Warum rennst du da hinten weg? Ich wollte dich gerade eigentlich beseitigen. Na gut, dann machen wir erstmal nur dich. Oh. Oh. Oh.
Weil mit der hatte ich jetzt noch nicht gerechnet. Kommen wir da von dem Podest runter. Ich und aus Sachen rauslaufen ist immer wieder ein Spaß. Bist du aber alleine, dein Freund ist weg. Oh, da. Gut, das hat mich nicht betäubt, sondern nur Schaden gemacht. Mir soll es recht sein. Das kann man nicht unterbrechen. Haben wir auch mal getestet. So auch nicht. Ja, damit haben wir alle Kriegermöglichkeiten zum Unterbrechen durch. Aber schön, dann kann ich mich noch einmal heilen, bevor du umkippst. Und jetzt bitte aber auch schnell. So. Das ist allerdings noch nicht fertig. Das war das Untersuchen der Waffe. Was wollt ihr? Redet schon. Okay, jetzt wieder fliegen und das Feuer entzünden. Vorne wäre ein Rare. Ein Rare. Puh. Das wäre ein Wehr mit 216. Ja, Mogu, die hatten immer diese Statuenlöwen dabei. Na komm. Was soll schon schief gehen? Nee. So viel zu dem Thema. Sollst mich nicht immer. Wow. Ich glaube, das ist für Nahkämpfer ein Scheißkampf, wenn der das unterbrochen macht. Kann man vorher schon sehen, welche Richtung das gehen soll? Wahrscheinlich könnte man das, ne? Yeah. Ich mach zu wenig Schaden. Derks. Hark. Noch nicht ganz das Muster rausbekommen, wie der die losschickt. Nachdem ich am Anfang echt Angst hatte, sollten wir das hinkriegen. Macht er es vielleicht immer, bis er einmal getroffen hat? Hier ist so ein bisschen kreisförmig immer. Nee, ich habe kein wirkliches Muster rausgefunden. Gut, wissen ja schon, wo es jetzt zurückgeht. Halt, ich reite jetzt einfach mal durch und springe dann auf das Reittier, bevor mich irgendjemand erwischt. Was wollt ihr von dem Sandalari? Bitte. Danke. Oh, wir können was machen. Zurückkehren und entzünden. Was entzünden wir? Nur das eine Feuer und dann können wir zurückkehren. Gut.
nichts Neues kommt, haben wir den Hafen abgefrühstückt. Dann war nur noch was im Westen. Mit die Knochen von irgendwas. Mann, die das immer noch, ne? Wer sucht die Sucher? Wir sind hier noch nicht fertig. Ein Tag ohne Land ist ein guter Tag. So, was bekommen wir hier? Ah, das ist sogar ganz okay. Nehmen wir neue Handschuhe. Segelt mit Rückenwind zu neuen Horizonten. Damit sowieso. Ja, wir haben das Blatt gewendet. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir hätten da noch... Da müssen wir immer noch ein Boot nehmen. Warum guckst du mich so an? Wer sucht die Sucher? Das Boot zum Sucher Außenposten nehmen. Ah, das könnte das im... Bin ich sicher. Können wir hier ein Boot nehmen? Indem wir jemanden ansprechen vielleicht. Was steht denn da? Findet die Suche an der Küste im Südosten und spricht mit Batu. Okay. Was treibt ihr hier? Bist du das? Suche Außenposten, ja. Glaub ja. Okay, so sei's. Gut, dann fahren wir ein Bötchen. Da vorne ist ein Wehr. Der Ködereimer wahrscheinlich da auf dem Schiff. Auf der Insel. Haben wir jetzt ganz um die Insel rum? Glaub schon, ja. Das ist gut, weil da drüben wollten wir ja eh noch hin. Zum einen für auf Kurs halten und weil ich mir das Gebiet eh noch anschauen wollte, weil es da auf jeden Fall einen Flugpunkt gibt. Und unentdecktes Gebiet. So, darf ich aussteigen? Danke. So, Flugpunkt als erstes holen. Achso, hier haben wir wieder eine Schriftrolle. Hallo. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Guten ja. Tag, werte Herr. Perfekt zu laufen. Oder werte Dame. Werte Dame? Na schön, geht schon. Ich war sowieso fertig. Was ein Glück. Okay, alle Schätze von ihm sammeln und... Blabla-Text. Drei Schätze und irgendwas suchen. Das ist wieder so ein bisschen nicht. Ich dem Ding folgen? Und das spürt die verschwundenen Sucher auf. Gott. Ja, jetzt einen zweiten Hinweis finden. Das ist toll. Ich hasse Murlocs. Es gibt nichts Schlimmeres als... Aber hier könnten auch die Schätze sein, deswegen werde ich da nicht drum herum kommen. Kleines Mistvieh.
Winzige Schätze. Ah, okay. Das könnte der erste sein. Und versuch mal Pferd. So. Da wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Fliegst du jetzt wieder hier? Du fliegst dahin. Und ich muss durch die Gegner durch. Und da vorne hin. Okay, hier geht's dann weiter. Dann töten wir dich kurz vorher. Das ist der zweite Hinweis. Ein dritter wird dann ja, gute Frage. Holen wir doch erstmal vielleicht. Obwohl, nee, das können wir wahrscheinlich damit wieder machen. Eventuell fliegst du einfach direkt in die richtige Richtung. Da hinten hin. Ja, okay. Hey, ich sehe es schon. Also auch wenn es auf der Karte nicht zu sehen ist, dann kann man einfach die Schriftrolle nutzen. Kommst du auch bis hier? Du kommst auch bis hier. Na gut. Da ist die Schriftrolle dann doch sinnvoll. So, dritter Hinweis. Und dann da hinten steht er. Eingesperrt. Da wird irgendwer den Schlüssel haben. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Okay, wir müssen erst noch die ganzen Geschenke wahrscheinlich finden, bevor es hier weitergeht. Schätze finden, bevor es weitergeht. Da fehlen noch zwei von. Dann sehe ich schon den nächsten. Ja, rennt weg. Ah, Schnucki. Wie sollte er auch sonst heißen, wenn nicht Schnucki? Brauchen wir nur noch den dritten, den Alchemiestein, der irgendwo da ist. Das sieht aus wie ein Alchemiestein. Oder auch nicht. Das sieht aus wie ein Alchemiestein. Ja, komm, machen wir mal hier ein bisschen den Platz frei. Weil nämlich im Wasser auch noch welche unterwegs sind und die möchte ich ungern alle gleichzeitig haben. Ja, komm. Die laufen da immer im Kreis rum. Und sollten wir gleich den Stein antatschen, bevor die zurückkommen? Stein war doch schon wieder angebetet. So, Stein. Gegner looten. Und dann jetzt wieder zum waren rechtzeitig, bevor die kommen. Zum Käfig, weil ich denke mal, wenn wir da. Wir konnten ja beide da abgeben und solange wir das nicht gemacht haben, wird es da auch nicht weitergehen. Ja, komm, lasst mich einfach durch. Ich habe euch lieb.
Die werden mich bestimmt vergessen. Da in der Höhle wird es weitergehen, das ist sicher. Es geht um die Reise, nicht das Ziel. Ah, Schnucki. Ein... Ich dachte, es wäre ein Haustier. Es ist ein Spielzeug, um ein Haustier zu beschwören. Moment mal. Wissen ist Macht. Außer dummes Wissen. Vermeide das, das wenn ihr könnt. So. Sammlung. Spielzeuge. Schnucki. Moment. Euer Kopf ist wärmer als der Boden. Habe ich eine Schnecke auf dem Kopf? Ich habe keine Ahnung. Weil wenn der Kopf wärmer ist, ich hätte halt erwartet, dass da eine Schnecke drauf sitzt. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. So. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Siltrus den Schlüssel abnehmen. Der wird in der Höhle sein. Gehe ich stark von aus? Ja, glaub schon. Weil ich so sind Naga und Siltrus klingt auch wie ein Naga-Name. Naja, da hinten läuft er schon rum. Einer kommt dahinter mich, das ist nicht nett. Auch perfekt hochgeheilt. Ihr seid noch hier jetzt im Wachen vor ihm. So. Du läufst hier deine Runden. Geronimo! Machst du irgendwas Besonderes? Ah ja, du wirst Netze. Da werfen kannst du mal bitte lassen. So. Ja gut, für mich als Nahkämpfer, weil er nah an mir dran steht, sind die Netze jetzt nicht unbedingt so schlimm. Weil du kommst mir auch immer hinterher. So, Schlüssel. Mit dem Schlüssel lasse ich hier draußen jetzt raus. Ich kann hell sehen. Ja, wer käme auf so eine gewagte Idee? So. Bums, raus mit euch. Okay, erst Quest. Näher und bloß nicht nuscheln. So, neue Quest. Schriftrollen 5 Stück besorgen. Und ach, weitere Torte Lana. Ich war sowieso retten. Fertig. 4 Leute befreien, 5 tortellanische Schriftrollen. Wir also dürfen jetzt wieder hier durch die Murdochs durch. Wir waren zum Glück so klein und nicht gefährlich, dass ich dadurch mal alle mehr mitnehme. Wenn da von hinten jetzt noch welche hinterherkommen überhaupt. Ja. Einer. Aber dann sind wir jetzt auch gleich im Questgebiet für die nächsten 2. So.
vorne sollte es dann wahrscheinlich. Ja, mehrere zusammen. Also es ist dann die erste Schriftrolle und den ersten Befreier. Könnte da in dem Käfig sein. Zumindest naheliegend, wenn ich schaue, wo das auf der Minimap ist. Ja, genau in die Richtung, in die ich gerade schaue. Und das würde dann Sinn machen. Mal schauen, wie viel Ärger uns die ganzen Nager zwischendurch machen. Ihr seid uns nicht gewachsen, Landbewohner! Ja, das ist Landbewohner. So. Eins. Ja, Gott, nichts im Pferde. Aber okay, wenn die hier Patrouille waren, dann hätte ich die früher oder später eh gefunden. Dann machen wir es doch jetzt. Ja, was du heute kannst töten, das verschiebe nicht auf morgen. Ach, die Schriftrollen droppen die, sehr schön. So, dann befreien wir die doch einfach stattdessen. Und finden die Schriftrollen dabei automatisch. Da ist der nächste Käfig. Komm, du willst auch Spaß haben. Weil der wäre eh gekommen, wenn wir da vorne zum Käfig gehen. So. Bombsi, Schriftrollen fertig. Also befreien dich. Dann befreien wir da hinten welche. Nachdem wir an den beiden hier vorbei sind. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, vielleicht hätten wir auch über Land gehen können. Nee. Es ist im Wasser. Oder zumindest über den Fluss drüber. Ja, nächste. Entschuldigung, kleine Schnecke. Zwicker, Schnecke. Ja, müssen wir hier geradeaus. Da hinten ist der nächste Käfig. Dann machen wir zumindest die drei hier weg. Erstmal. Na,